Willkommen zu einem neuen Questguide und zwar machen wir heute Igors Quest Igor der Drachentöter und natürlich auch die Quest der Drachenkommunion, welche damit beinhaltet ist. Um die Quest zu starten, müssen wir zunächst hier zum Wegpunkt am Säulenhang, um einmal auf Igor zu treffen. Lasst mal ein Däumchen nach oben und ein Abo da, Freunde. Alle Questguides zu Elden Ring gibt's im Kanal, lohnt sich also auf jeden Fall. Wir starten hier an dieser Position und können dann das erste Mal Igor auf dem Boden liegen sehen. Von der Gnade aus ist der relativ einfach zu übersehen, aber er spricht quasi schon, wenn ihr zum ersten Mal an die Gnade kommt. Hier dann unbedingt einmal mit Igor reden, den wir hier im hinteren Bereich am Weg liegen sehen. Incarnate, there is life in me yet. I will soon feast upon your heart. Mark my words, you too shall know fear. Er redet von Bale, dem großen Drachen, und um die Quest jetzt weiter voranzutreiben, müssen wir hier einfach weitergehen, um zur Drachengrube zu gelangen. Also einfach geradeaus weiter dem Weg folgen, an dem wir Igor getroffen haben, und wir kommen dann weiter hinterher raus und treffen auf den uralten Drachenmenschen. Das ist ein Invader, den wir einmal besiegen müssen, um die Quest weiter voranzutreiben. Habt ihr ihn besiegt, ist das schon mal super, denn wir bekommen die Nachricht, uralter Drachenmensch ist tot, was die Quest von Igor weiter vorantreibt. Folgt nun dem Weg zur Drachengrube und ihr müsst die Drachengrube jetzt einmal komplett durchqueren und da gibt es einen kleinen Twist unterhalb am Altar, da müsst ihr nämlich einmal in die Höhle reinspringen. Also um die Drachengrube zu erreichen, wie gesagt, einmal von der Vorderseite des Schlosses starten, hier entlang den oberen Weg, dann kommen wir auch an Igor vorbei und kommen an dem Invader vorbei und kommen dann hier ganz hinten automatisch zur Drachengrube. Die Drachengrube durchqueren wir jetzt einmal und da gibt es unterhalb einen Altar und einen Bossgegner, den ihr besiegen solltet. Hier am Altar geht ihr runter und springt hier einfach in die Tiefen rein. Dadurch durchquert ihr die Drachengrube und kommt unten vor einem Bossraum wieder raus und müsst diesen Boss natürlich einmal besiegen, um weiterzukommen. Dann könnt ihr nämlich der Höhle folgen und hinter der Drachengrube wieder rauskommen. Hier trefft ihr dann nochmal auf den uralten Drachenmenschen, welchen ihr jetzt in einem Bosskampf besiegen müsst. Habt ihr das gemacht und seid dem Weg weiter gefolgt, dann kommt ihr hier an der Drachengrube Endstation raus und müsst diesem Weg dann weiter folgen, um zum Altar der Drachenkommunion zu gehen. Hier also einmal rausreiten und an dem großen See weiter rechts entlang gehen, damit ihr hier an den Drachen vorbeikommt. Ihr könnt natürlich auch gerne die Drachen bekämpfen, passt aber auf, es sind sehr, sehr viele, von daher macht ihr hier den platt und wenn ihr möchtet, geht ihr einfach auch weiter rechts entlang und kommt dann automatisch zur Drachenkommunion. Hier einmal komplett durchreiten, bis ihr den Altar erreicht, hier an den Ziegen vorbei, einfach immer weiter geradeaus und ihr seht dann bald im Hintergrund einen riesigen Drachen und das könnt ihr eigentlich nicht verfehlen. Folgt den Drachenstatuen hier und dann könnt ihr den riesigen Drachen entdecken und dort findet ihr auch die Gnade der Drachenkommunion und einen neuen NPC. Großer Altar der Drachenkommunion, diese Gnade unbedingt aktivieren, denn die werden wir noch länger benötigen. Hier könnt ihr am großen Altar übrigens auch die Herzen der Drachen eintauschen, die ihr schon besiegt habt, um neue Anrufungen zu erhalten. Hier an dem Altar geht ihr aber jetzt erstmal zu dem neuen NPC und zwar hier an der Drachenkommunion. Sprecht einmal mit der Priesterin der Drachenkommunion und sie wird euch einen Buff geben. Ihr könnt hier mehr über Bale erfahren, den Drachenfürsten, von dem auch schon Igor gesprochen hat. Placidus Sax, seek communion, feel the euphoria of a
Anschließend bekommt ihr Segen des uralten Drachen, ein Buff-Gegenstand, den ihr einmal benutzen könnt, um euch hochzubuffen. Denkt dran, dass ihr den immer wieder hier bei ihr abholen könnt. Innerhalb des Kampfes könnt ihr aber immer nur einen benutzen. Also falls ihr den mal wieder braucht, geht einfach hier hin, klickt auf Macht erlangen und ihr bekommt das Teil wieder, falls ihr es mal verbraucht habt und gestorben seid. Lohnt sich unbedingt, dieses Ding auf jeden Fall einzusetzen, denn es erhöht eure Stärke und Resistenz enorm. Von der Drachenkommunion gehen wir jetzt hier über den See aus und über diesen Arm auf der linken Seite, um zum Fuß des Klippengipfels zu gelangen. Von dort aus schnappt ihr euch euer Pferd und ihr trefft hier oben auf zwei Drachen, die gegeneinander kämpfen. Die beiden müsst ihr aus dem Weg räumen, ihr könnt das Ganze auch so weit beobachten, bis sie sich selbst aus dem Weg räumen, aber einer bleibt auf jeden Fall übrig, nämlich der Bossdrache, und den solltet ihr unbedingt anvisieren. Am besten unterstützt ihr so mit den anderen Drachen und nehmt vorher natürlich den Segen der Drachenkommunion, den ihr erhalten habt, der euch dann wirklich gut Resistenz macht. Wenn ihr den Klingengipfel Drachling dann besiegt habt, dann könnt ihr die Quest weiter fortführen. Ihr erhaltet natürlich außerdem ein Drachenherz, was ihr benutzen könnt, um an Altar einzutauschen, und Drachenschuppenfleisch, was wir später sogar auch selber herstellen können. Wie das funktioniert, zeige ich euch im Anschließend noch. Wir hören auch hier nun eine Stimme von Igor, und Igor hat von außerhalb den Kampf beobachtet und wir können ihn hier in dem Areal dann auch wieder treffen, wenn wir die Drachen besiegt haben. Hier sitzt Igor an der Seite und dort könnt ihr jetzt einmal mit ihm sprechen. Er befindet sich also hier genau auf der Karte und ist quasi hierhin weitergereist. Igor, der auch schon mal gegen den größten Drachen gekämpft hat und deswegen ein bisschen verstümmelt ist und nicht mehr laufen kann, hat sich tatsächlich hier den Berg hochgekämpft und hier könnt ihr einmal mit ihm das Gespräch weiter fortführen. Er ist nun ein Riesenfan von euch und wird euch sogar im Kampf unterstützen. Dear friend, grant me this one wish. Take this finger, my finger. Scale the jagged peak. Face Bale the Dread. And when you do, summon me. Summon my soul. My limbs are limbs no more. My heart is twice over filled with fear. But a Drake warrior I remain. And my soul yet lies on the mountain. Ihr bekommt Egons Krummfinger, welchen ihr benutzen könnt, um im Kampf gegen Bale zu bestehen. Bale ist nämlich hier der Hauptgegner des Quests, auch der Drache, der quasi Igor verstümmelt hat. Geht jetzt unbedingt nochmal zurück zur Drachenkommunion, falls ihr euren Gegenstand Segen der Drachenkommunion eingesetzt habt, um hier nochmal den Segen der uralten Drachen zu erhalten, um euch erneut zu buffen. Jetzt von der Drachenkommunion großen Altar gehen wir natürlich weiter, um gegen Bale auf dem Drachenberg anzutreten. Wir müssen also hier einmal in den Drachenberg rein und dazu gehen wir wieder am Checkpoint Fuß des Klanggipfels und da treffen wir eben auf Igor und können jetzt hier einfach weiterreiten, um später zu Bale zu kommen. Folgt diesem Weg komplett einmal durch, reitet an Igor vorbei, der euch jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen hat. Ihr erreicht dann den Klingengipfel, springt hier am Ende einmal hoch, folgt dem Weg, um hier auch nochmal hoch zu springen und ihr kommt dann hier oben einmal raus. Ja, hier oben geht es dann weiter, folgt dem rechten Pfad und ihr sammelt hier am besten noch die Gegenstände ein, damit ihr euch später gegebenenfalls einiges an Drachenfleisch herstellen könnt. Reitet hier weiter durch die Höhle, passt hier ein bisschen auf, hier kommen Felsen von oben, reitet also am besten rechts entlang, damit die euch nicht erwischen. Achtung, es kommt nicht nur einer, sondern zwei und hier hinten könnt ihr noch ein Fragment einsammeln. Reitet dann hier einmal komplett weiter durch und ihr erreicht hier eine kleine Höhle mit einem Drachen, den ihr natürlich gerne bekämpfen könnt.
Ich reite jetzt erstmal weiter durch und zeige euch, wo die Gnade ist. Also einfach hier weiter geradeaus und hier hinten den Hügel hochreiten. Ihr könnt den Drachen auch gerne ignorieren und erstmal die Gnade aktivieren, damit ihr dann später auch nicht mehr so weit reiten müsst, wenn ihr gegen den Drachen kämpfen wollt. Wir sehen hier auf dem Weg schon einige tote Drachen, die auf dem Weg zu Bale gescheitert sind und dran glauben mussten und treffen hier im Endeffekt auf die Gnade, die wir natürlich aktivieren. Wir sind jetzt hier am Berghang des Klingengipfels und von hier aus können wir jetzt weitermachen. Wir könnten jetzt schon direkt zu Bale gehen, bevor wir das aber machen, holen wir uns noch ein wichtiges Handbuch, welches hier an der Seite liegt. Schnappt euch also euer Pferd und reitet einmal hier rechts rüber, damit wir das Handbuch von Igor finden können und dadurch können wir dann später Drachenfleisch herstellen, was uns enorm bufft, aber auch langsam die Lebensenergie raubt, ist aber trotzdem ziemlich stark und Igors Handbuch Nummer 2 finden wir eben hier in der Ecke. Denk mir, das wird auch ein ziemlich starker Gegenstand für PvP sein. Fleisch der Drachenkommunion könnt ihr euch also hiermit einmal herstellen und Igors Handbuch dafür nutzen. Fleisch der Drachenkommunion, ziemlich starker Buff, der euch extrem stark macht, auch resistent, aber auch eben langsam die Lebenspunkte raubt. Erhöht Kraft, Ausdauer, Stärke und Geschick auf Kosten von schrittweisem LP-Verlust. Das ist natürlich schon mal eine Menge und der LP-Verlust ist gar nicht so schnell, von daher ist das Ding schon richtig stark. Von hier aus gehen wir jetzt den linken Weg von der Gnade und reiten hier einmal durch die toten Drachen durch, die alle hier schon von Bale ermordet wurden. Hier gehen wir einmal in der Strömung nach oben und reiten hier weiter. Hier gibt es wirklich nicht viel zu holen, es ist aber nicht ganz so einfach, den Weg zu finden. Wir gehen hier weiter komplett durch, lasst euch von diesem Weg hier rechts nicht beeinflussen, reitet links immer weiter links hier über die Klippen rüber und geht immer an der linken Seite weiter, bis ihr hier hinten diesen Strom erreicht, springt dann hier einmal hoch und hier findet ihr dann die ganzen toten Drachen auf dem Weg zur Boss Arena von Bale. Hier unten könnt ihr noch ein bisschen Materialien einsammeln, es liegt sogar ein uralter Drachenschmiedestein einfach auf dem Boden herum und ihr könnt jetzt hier einfach durchreiten bis zum nächsten Strudel und hier hochspringen. Hier oben trefft ihr dann auf die Gnade und könnt dann gegen Bale kämpfen. Freunde, dieser Gegner ist richtig stark und der hält es auch schon ordentlich aus. Denkt unbedingt dran, dass ihr hier den Segen der Drachenkommunion natürlich benutzen könnt. Außerdem könnt ihr den Finger von Igor benutzen, um ihn zur Hilfe zu rufen und den Drachen dann platt zu machen. Ich werde euch dazu nochmal einen kleinen Bossguide machen. Generell gehen wir jetzt aber hier rein, erledigen den Drache und damit ist die Quest dann auch abgeschlossen, wenn wir Bale besiegt haben. Ist Bale erledigt, können wir zum großen Altar der Drachenkommunion zurückkehren und dort eben das Herz von Bale eintauschen und uns einen sehr, sehr starken Anrufzauber auswählen. Dabei bleibt es euch überlassen, was ihr hier wählt. Bales Tyrannei können wir einmal auswählen oder Bales Flammenblitz und damit könnt ihr euch dann das Herz von Bale eintauschen. Wenn wir Bale besiegt haben, verschwindet auch die Priesterin der Drachenkommunion. Die werdet ihr hier nicht mehr antreffen, was wiederum auch heißt, dass ihr euch hier den Segen der Drachenkommunion nicht mehr holen könnt. Es empfiehlt sich also, den zu benutzen, um erstmal alle Drachen auszulöschen. Am Ende bekommt ihr dann, wenn ihr Bale besiegt habt, das Herz der Prinzessin und könnt das dann auch in der Drachenkommunion eintauschen, außerdem noch ihre Lanze. Vom großen Altar der Drachenkommunion gehen wir jetzt natürlich nochmal zurück zu Igor. Igor, der hier hinten jetzt auf der Karte nicht mehr eigentlich zu sehen ist, den finden wir dennoch hier an der Stelle, wo wir ihn auch vorher getroffen haben, am Fuß des Klingengipfels. Dort ist er gestorben und wir bekommen Igors großen Bogen, außerdem Igors Ausrüstung und das komplette Rüstungsset. Somit ist die Quest von Igor beendet und wir haben seinen Wunsch erfüllt, um die Rache am Drachen Bale auszuführen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.